Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video spreche ich über die ADSR-Hüllkurve ausführlicher, als es normalerweise solche Tutorials tun. Das Video ist Teil einer Serie über Hüll- und Modulationskurven. Die Folgen der Serie bauen größtenteils aufeinander auf, sodass es mehr Sinn macht, die Videos in der richtigen Reihenfolge anzuschauen. Die Playliste dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest, aber legen wir doch einfach mal los. Wie gesagt, diese Folge ist eine Fortsetzung der Serie Hüll- und Modulationskurven mit dem Schwerpunkt ADSR. Zum besseren Verständnis der Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten von Kurven solltest du am besten die vorangegangenen Videos bereits kennen. Worum geht es? Hüllkurven beschreiben eine Parameteränderung in Zeit und Intensität. Die am häufigsten zu findende Hüllkurve ist die ADSR-Hüllkurve, meist im Zusammenhang mit der Lautstärke, im Englischen Amplifier. Sie kommt nicht nur bei Synthesizern vor, sondern auch bei solchen Geräten wie Samplern. Eigentlich bei allen Geräten, die eine komfortable Wiedergabe eines Sounds anbieten. Am häufigsten wird sie aber zur Lautstärke genutzt. Das ist aber nur ein Gebiet von sehr vielen. Je nach Möglichkeiten des Geräts, also Synthesizer oder Sampler, kann eine Hüllkurve auch Parameter wie Filter oder Pitch oder auf andere Parameter verknüpft werden. In der folgenden Erklärung ziehe ich grundsätzlich die ADSR-Hüllkurve am Beispiel der Lautstärke heran, um es anschaulich und einfach zu halten. Denn dieses Szenario befindet sich auf so gut wie jedem Synthesizer. Wofür steht ADSR und welche verschiedenen ADSR-Hüllkurven gibt es? Das A für Attack, also die Geschwindigkeit bzw. die Zeit, wie schnell ein Sound von leise auf laut ansteigt. Also von minimal auf maximal. Eine kurze Zeiteinstellung ist eine schnelle Attack und eine lange Zeit ist eine sehr langsame Attack. Das D steht für Decay und ist die Zeit, also die Geschwindigkeit für das Absinken der Lautstärke auf das Sustain Level. Und das S steht natürlich für Sustain, also das Halten der Lautstärke bzw. des Lautstärkelevels, solange die Taste gedrückt bzw. die Note gespielt wird. Und schließlich das R steht für Release. Die Zeit oder die Geschwindigkeit, die das Ausklingen eines Tons braucht, wenn die Note endet oder die Taste losgelassen wurde. Also Attack, die Zeit von leise bis laut, dann Decay, die Zeit von laut auf ein Sustain-Level und wenn dann die Note endet, das Release, das die Zeit bestimmt, wie lange der Ton zum Ausklingen braucht. Das Sustain ist der einzige Parameter, der nicht zeitgesteuert ist. Es beschreibt lediglich ein Level oder einen Wert zwischen minimal und maximal, der so lange gehalten wird, bis die Note endet. In meinem Fall, weil ich mit der Lautstärke arbeite, wie laut die Note klingt. Es gibt oft noch andere Varianten der ADSR-Hüllkurven, wobei manche überholt wirken. Es ist aber wichtig, sie im Kontext der Geschichte und vor allem im Zusammenhang mit Hardware bzw. analogen Synthesizern zu betrachten. In den 1960ern bis 90er Jahren gab es hier einfach technische sowie finanzielle Limitierungen, die später durch die digitalen Synthesizer und DAWs problemlos aufgebrochen werden konnten. Hier nun ein paar Varianten, die noch vielerorts zu finden sind. DAHDSR. Delay, Attack, Hold, Decay, Sustain, Release. Hier wird die Standard-ADSR-Hüllkurve am Anfang um den Parameter D für Delay erweitert, der dafür sorgt, dass die Attack-Phase um eine definierte Delay-Zeit verzögert gestartet wird. Und nach der Attack-Phase folgt dann noch eine definierte Hold-Phase, in Zeit angegeben, also eine Zeitspanne, nach der erst dann die Decay-Phase beginnt. AD, Attack und Decay, die kein Sustain haben. Der Sound verstummt nach dem Abklingen der Decay-Phase sofort. AR, Attack und Release. Diese Hüllkurve hat kein Decay. Der Sound wird so lange auf dem Maximum-Level gehalten, wie eine Taste gedrückt wird. Da kommt auch das Wort Sustain nicht vor, da dieser Wert immer Maximum ist und nicht eingestellt werden kann. Mit einer ADSR-Hüllkurve kann das ganz einfach nachgestellt werden, indem das Sustain auf Maximum gestellt wird. Das Plug, das Attack, Decay und Release hat. Auch hier ist kein Sustain-Wert einstellbar.
Die Plaque-Hüllkurve eignet sich gut zum Performen. Da kann zum Beispiel das Decay länger als das Release sein. Ein kurzes Antippen der Taste erzeugt einen kurzen Ton, der im Idealfall direkt von der Attack in die Release-Phase geht, ohne überhaupt mit der Decay-Phase zu starten. Die Tonlänge kann natürlich dann auch variiert werden, je nachdem, wann die Taste in der Decay-Phase losgelassen wird und in die kurze Release-Phase übergeht. Natürlich können Decay- und Release-Zeiten auch umgedreht werden. Also das Decay ist kurz und das Release ist lang. Wenn die Taste jetzt sehr schnell losgelassen wird, klingt der Ton länger, als wenn die Taste länger gehalten würde. ADS – Attack, Decay und Sustain – ohne ein Release. Gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal exakt ADS, also wenn die Taste losgelassen ist, dann verstummt auch der Ton. Und einmal gibt es die Hüllkurve mit einer wiederholten Decay-Phase zum Schluss. Also quasi ein ADSD. Das heißt, die Decay-Phase wird einmal definiert und gilt dann nach der Attack-Phase und nach der Systemphase. ADBDR. Attack Decay 1, Break Decay 2, Release. Interessant ist hier der Teil Decay 1, Break Decay 2. Break definiert ein Lautstärke-Level, ab wann Decay 1 in Decay 2 übergeht. In der Praxis wird hier die Velocity sehr wichtig. Wird ein Ton härter angeschlagen, kommt der Break später, hingegen bei weicher angeschlagenen Tönen kommt der Break früher, bevor es dann in eine weitere definierte Decay-Phase und schließlich in die Release-Phase übergeht. Analog und digital. Bei den ADSR oder DAH-DSR-Hüllkurven gibt es öfter die Auswahl zwischen einer analogen und einer digitalen Version. Der Unterschied ist in den einzelnen Phasen wie Attack, Decay, Release zu finden. Die überproportional, also konvex, oder unterproportional, also konkav verlaufen. Also wie so eine abrupte Beschleunigung und ein langsames Abbremsen oder eine langsame Beschleunigung und ein abruptes Abbremsen. Bei der analogen Version ist der Verlauf unveränderbar festgelegt. Und bei einer digitalen ADSR kann eben das verändert werden. Beim digitalen ADSR können die einzelnen Verläufe wie Attack, Decay und Release von einem linearen Verlauf in einen konkaven bzw. konvexen Verlauf umgestellt werden. Also zum Beispiel, dass bei einem konkaven Attack der Sound am Anfang unterproportional langsam und gegen Ende überproportional schnell lauter wird. Und bei konvex erst schneller und dann langsamer lauter wird. Es gibt außer der direkten Positionierung oder Auswahl noch eine weitere Variante, die über Parameter wie Raise und Fall durchgeführt werden. Oder Slew, das ebenfalls für einen mehr konkaven oder mehr konvexen Verlauf führt. Jetzt noch ein paar gängige, einfache Amp, also Lautstärke ADSR-Sounds, wie sie als Presets bei vielen Synthesizern zu finden sind. Ein Standard D-Click, ein länger Attack, um einen Klicksound am Anfang oder am Ende zu vermeiden, also bei Attack oder Release. Ein Lead Gate, ein schnelles Attack, langes Decay und sehr hohes Sustain und nur ein bisschen Release, um ein Klicken zu vermeiden. Ein Pad Sound, als Oszillator oft eine Sägezahnwelle, ein langes Attack, ein langes Decay. Profis setzen das Sustain-Level dann etwas herunter, ein langes Release. Und natürlich kann das Pad noch verfeinert werden mit Unison und Detuning und zum Beispiel einen Vibrator auf das Detuning gelegt, einem Low-Pass-Filter mit 12 oder 24 dB pro Oktave, einem Reverb, Delay, Chorus und so weiter. Ein Plug, Sequence oder Pizzicato. Meistens mit so einer Dreieckwelle, extrem kurzer Attack, ein bisschen Decay, kein Sustain, kein Release und kann natürlich auch nochmal mit einem Delay verfeinert werden. Ein String oder Bell-Glockensound. Schnelles Attack, Decay- und Release-Zeiten so einstellen, dass sie dem Schwingen einer Saite oder einer Glocke entsprechen. Ein Piano-Sound.
ähnlich wie String und Bell, schnelles Attack, sehr langes Decay, kein Sustain und kaum Release. Eventuell Attack und Release anpassen, um Klicks zu vermeiden. Ein Bass-Sound. Bässe können sehr viele unterschiedliche Einstellungen haben, je nachdem, welche Aufgabe sie in einem Stück übernehmen. Als Standard könnte ein nicht ganz so schnelles Attack, kein Decay, Sustain auf Maximum und ein bisschen Release eingestellt werden. Für Bässe, die mitunter länger anhaltende Noten haben und nicht eine tragende Rolle haben, ist es oft ganz clever, wenn das Decay etwas länger und das Sustain etwas niedriger ist. Wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte ein Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sindaitokai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.